Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim. Wir sind in der Festung Rakstad. Wir haben gerade damit begonnen, den Bürgerkrieg, uns beim Bürgerkrieg auf eine Seite zu schlagen, und zwar auf die Seite der Kaiserlichen. Das ist die erste Mission, beziehungsweise das ist die Mission, die wir erfüllen müssen, damit wir da mitmachen dürfen. Wir haben in der letzten Folge die Hauptquest abgeschlossen. Alduin ist tot. Das heißt aber nicht, dass die Drachen nicht mehr kommen. Es gab schon wieder ein paar Vorfälle. Aber Alduin ist weg. Die Welt wird nicht enden. Das haben alle Kreaturen Himmelsrand uns zu verdanken. Und das ist auch gut so. Und ja, wir sind hier, wie gesagt, in der Festung Rakstad und müssen die säubern, wie mir aufgetragen wurde. Das heißt, hier sind Banditen, die haben sich hier eingenistet. Die müssen wir beseitigen. Damit nämlich die kaiserliche Armee hier eine Garnison errichten kann. Ja. Das war die Säuberungsaktion im Kerker. Das war jetzt nicht so viel. Aber wir haben noch die Festung an sich vor uns. Draußen haben wir schon gesäubert. Aber indoors. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das hier. Das sind zwei völlig unterschiedliche Tasten. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ah ja, er hier. Schlimmste an den Banditen ist, dass die immer so furchtbar singen, ne? Zauberdank der kleinen Heilung. Ich verarschen. Geschickt mit Anfang. Geht zur Akademie, sagte Vater. Benutzt euren Verstand, hat er gesagt. Woher sollte ich denn wissen, welche Akademie ihr gemacht habt? Jetzt ist es egal. Welche Akademie ihr gemeint hat. Jetzt ist es egal. So, da hinten ist noch jemand. Das ist der Anführer. Ah, alles klar. Melde dich bei Legatrike. Ui, was haben wir denn hier? Na, kleine Heiltränke brauchen wir, wie gesagt, nicht mehr. Wein, Käse, bla. Ein paar Bücher, da können wir noch reingucken. Obwohl, ich glaube, ich habe inzwischen auch fast alle Bücher. Vermute ich mal. Ich gucke trotzdem. Also alle Bücher, aus denen man was lernen kann, meine ich natürlich. Nicht alle Bücher. Das wahrscheinlich nicht. So, vor allem nicht gelesen. Aber man macht auch sowas. Hier. Na, schade. Kennen wir auch schon. So, da ist ein Knoblauch, den nehmen wir natürlich mit. Falls uns Vampire begegnen, das ist wichtig. So, höchste Heilung. So lobe ich mir das. Ansonsten haben wir hier nichts. Okay, alles klar. Nee.
Das ist nicht so gelungen. Wie ich das wollte. Ich wollte sie eigentlich gemütlich auf die Bank legen. Für die letzte Ruhe, dass man nochmal ein bisschen gemütlich die Beine ausstrecken kann. Aber naja, gut, das war nichts. So, alles klar, dann melden wir uns bei Liga Drücke. Und es fühlt sich auch komisch an, dass das Quest-Tagebuch so verdammt leer ist, ne? Das fühlt sich echt komisch an, guck mal. Ja, obwohl so mega leer ist es gar nicht. Noch haben wir ein paar Sachen. Noch haben wir ein paar Sachen. Ich habe großen Respekt vor der Schule. Brauchen auch noch Falmernblut und Waldelfenblut. Bei Falmern ist es, glaube ich, relativ einfach, aber erklärt Waldelfen habe ich echt noch keine Ahnung, wo ich die herkriege. Ich gebe nichts auf schöne Kleidung. Wenn Ulfric diese Krone in die Hände bekommt, ist sie kein Mädchen. Ich habe gehört, dass sie im Glänzen der Gewänder eine große Auswahl haben. Haltet ihr denn nichts von euren eigenen Traditionen? Ich dachte, die Volksversammlung wählt den König. Wir unterstützen Elisif. Wenn sich die Volksversammlung trifft, wird sie das Richtige tun. Es haben nicht alle auf der Volksversammlung zugestimmt. Ihr seid jetzt schon lange genug hier, um zu wissen, dass Nord nicht immer vernünftig sind. Wir folgen unserem Herzen. Na und? Ulfric bekommt diese Krone und dann ist er auf einmal Großkönig? Nein, so einfach ist es nicht, aber die Zackenkrone wäre ein mächtiges Symbol, mit dem er eine Menge Unterstützer um sich scharen könnte. Wenn wir sie jedoch vor ihm finden... Und wir haben es Elisif überlassen? Die Zackenkrone. In Abwesenheit der Volksversammlung würde es ihren Anspruch zusätzlich legitimieren. Vielleicht. Ich vertraue euch so viele Ressourcen an, wie ich entbehren kann. Aber ich warne euch, wenn sich das als Verschwendung von Zeit und Leuten entpuppt. Es wäre nicht vergebens. Nehmt auf jeden Fall die Hilfssoldatin hier mit. Ihr könnt sie zurückschicken, wenn ihr dort seid und nichts weiter vorfindet als alte Knochen und Spinnweben. Steinfaust ist kein Tor. Er hat die Krone gefunden, aber wir werden sie zuerst erreichen. Schön, euch wieder in einem Stück zu sehen, Soldat. Ich schicke sofort Männer zur Festung. Gut gemacht. Ich bin beeindruckt. Aber bevor wir weitermachen, ist es an der Zeit, dass ihr der Armee offiziell beitretet. Redet mit General Tullius. Er wird die Vereidigung vornehmen. Mit eurem Beitritt zur Armee leistet ihr einen Eid, der euch in den Dienst des Kaisers und somit eines jeden Bürgers im Kaiserreich stellt. Ihr habt eure Meinung geändert? Wollt ihr nun doch Soldat für das Kaiserreich sein? Wieso geändert? Ich bin bereit, den Schwur abzulegen. Nun gut. Sprecht mir nach. Bei meiner Ehre schwöre ich Kaiser Titus Mede II. Meine ewige Treue. Und unerschütterlichen Gehorsam den Offizieren dieses großartigen Kaiserreiches. Und unerschütterlich bla bla bla. Wer über mir steht, möge mich richten. Wer unter mir steht, mich niederstrecken, falls ich meine Pflicht verletze. Was er sagt. Lang lebe der Kaiser. Lang lebe das Kaiserreich. Lang lebe der Kaiser. Lang lebe das Kaiserreich. Willkommen bei der kaiserlichen Armee, Soldat. Vergesst nicht, wir kümmern uns um uns selbst. Wer einmal in der Armee ist, der bleibt dort sein Leben lang. Redet mit Beirand. Er hält sich normalerweise bei der Schmiede auf. Er wird euch ausrüsten. Oh, bitte nicht ausrüsten. Nun, wenn ich mich nicht irre, hat Legat Ricke einen Sonderauftrag für euch. Ein neuer Rekrut abgeschlossen. Steinfaust ist kein Tor. Er hat die Krone gefunden. Gescheitert schließlich dem Aufstand der Sturmmittlerin. Ja. Die Zackenkrone. Ist das nicht hier keinen Zacken aus der Krone brechen? Was ist jetzt noch? So jung und schon bei den Sturmmänteln? Also das ist gescheitert, genau, das ist jetzt gescheitert, ja. Besorge dir eine kaiserliche Ausrüstung von Bayern. Dann machen wir das erstmal. Wie viel Uhr ist es denn eigentlich? Es ist 8 Uhr morgens. Das ist sehr gut. Dann, ganz gleich, was noch passiert. Gehen wir das erstmal tun. Dann können wir die gleich nämlich ablegen. Und dann können wir vielleicht auch ganz kurz nach Hause und mal den ganzen Kabbes ablegen, den wir jetzt noch dabei haben. Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen.
Euer wölfisches Grinsen macht mich etwas nervös. So, Bayran, bist du's? Nein. Javanan. Wer? Javanan. Ja, wo ist er denn? Da unten. Ach, der fängt immer so spät an, ne? Hallo. Bayran, hallo. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Schöne Position. General Tullius hat gesagt, ihr würdet mich ausrüsten. Ja. Ich hätte da nur eine Frage an euch. Leicht, mittel oder schwer? Mittel? Was ist denn mittel? Egal, leicht. Gut, hier, bitte. Damit solltet ihr euch behende fortbewegen und euch einigermaßen behaupten können, wenn ihr in einen Kampf geratet. Vielleicht sollte ich die behalten. So, das wär's. Falls ich mal irgendwie... Jeder Soldat kriegt eine Kluft umsonst. Wenn ihr die verliert... Oder sie euch kaputt hauen lasst, werdet ihr zahlen müssen. Genau wie jeder andere. Falls wir uns mal offiziell kleiden müssen irgendwie? Ich meine, Rüstung minus 48. Und das sind nur die Armschienen. Minus 109. Minus 48. Minus 46. Ihr zieht nicht an, ne? Aber was wiegt die 14? Nee, komm, 35. Nee, warte, warte, ich hab ich denn hingeguckt? Gewicht 4, Gewicht 2, Gewicht 2, Gewicht 6, Gewicht 1. Nee, ich bring die Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Waffen oder Rüstungen braucht. Bring die nach Hause. Eine Schmiede macht niemals Pause. Ich bring die nach Hause. Soll ich denn damit? Oh, guck mal hier, Distel. Kann noch sammeln. Tschu. Ich weiß gar nicht, ob ich noch so viel leveln will, ehrlich gesagt. Ich habe so ein bisschen jetzt das Gefühl, tatsächlich nach der Hauptquest, dass ich irgendwie so ein bisschen durch bin mit dem Spiel. Jasper-Traum habe ich den nicht zufällig drin, ne? Nee. Schade. Zutaten. Genau. Ich kann ja alles weglegen, oder? Jasper habe ich ja noch nicht und eine andere Quest habe ich im Moment nicht, wo ich irgendwas sammeln muss. Gut, dann können wir vielleicht noch die Rüstung wegpacken. Wie gesagt, die ziehe ich nicht an. Die ist kacke, die ist echt kacke. Das ist, glaube ich, nur sinnvoll, wenn man die irgendwie kriegt, wenn man hier, also wenn man hier anfängt quasi mit Skyrim, bei Skyrim zu spielen. Dass man hier direkt, direkt die. Oh, ich habe noch Nakrin. Das müsste eigentlich nach Markart. Das hier müsste eigentlich nach Weißlauf. Das hier müsste hier sein. Amulette Artikulation. Das wollte ich auch mit mir rumschleppen wegen der Überredungskunst. Jupf. Jupf. Goldene Saphirin kommt hier rein. Ne, warte mal, das kommt. Wieso habe ich den Weißlauf gesagt? Das ist ja schon geschmiedet. Quatsch. Aber ich habe Sachen, die nach Weißlauf müssen. Nämlich Amethysten, Dietriche. Wo habe ich denn die Klauen hingetan? Hier habe ich, glaube ich, nach Weißlauf gepackt. Eine Sekunde. So, hi, da bin ich wieder. Genau, also ich habe mir das auch überlegt. Wir machen das folgendermaßen. Ich bringe das nach Markart und nach Weißlauf, was hier nicht... Guck, warum habe ich denn Ebenerzpfeil da und orkische Pfeile? So ein Quatsch. Schriftrolle der Alten. Ich gehe aber trotzdem erstmal zu Legard Ricke und hole mir den Auftrag, damit ich weiß, wo ich hin muss, weil ich werde bestimmt dann sowieso irgendwo hinreisen müssen und dann... Kann ich das auch machen, wenn ich gerade sowieso unterwegs bin schon. Auch wenn es woanders ist, aber ist ja egal. Ich grüße, Pferde. Was wollt ihr spielen? Ich
Erklärt mir nochmal, warum ich Männer dafür opfere, hinter einem Märchen herzujagen. So. Wenn Ulfric diese Krone in die Hände bekommt, das ist habe ich schon gehört. Willkommen bei der Armee, Hilfssoldat. Hör zu. Galmar Steinfaust, Ulfrics rechte Hand, hat seiner Meinung nach die letzte Ruhestätte der Zackenkrone gefunden. Wir werden dafür sorgen, dass er das Ding nicht in die Hände bekommt. Der Rest meiner Leute sammelt sich gerade außerhalb von Corvan Yund. Wir treffen uns dort, sobald ich hier fertig bin. Was ist die Zackenkrone? Eine legendäre Krone aus der Zeit König Haralds oder sogar noch davor. Ein mächtiges Relikt eines goldenen Zeitalters, das längst Geschichte ist. Der Legende nach wurde die Krone aus den Knochen und Zähnen uralter Drachen gefertigt. Sie soll ihrem Träger Macht verleihen. Das ist nicht die. Wie auch immer die Wahrheit aussieht, Quest. In Ulfrics Händen wäre es ein mächtiges Symbol, mit dem er Unterstützung für seine Sache gewinnen könnte. Und woher wissen wir, dass die Krone in Corvan Yund ist? Um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Geil. Ihr Standort ging mit König Borgas verloren, als er auf seinen alessianischen Kampagnen von der großen Jagd getötet wurde. Angeblich wurde sein Leichnam nach Himmelsrand zurückgebracht und geheim mit der Krone begraben. Das Wissen über den Ort ging im Erbfolgekrieg verloren. Meine Leute teilen mir mit, dass Galmar sich ziemlich sicher ist, dass in Corvan Yund das Grab von König Borgas liegt. Mm. Ich kenne Galmar. Wir haben in vielen Kriegen Seite an Seite gekämpft. Er neigt nicht zu sentimentalen Träumereien. Wenn er glaubt, dass die Krone hier ist, hat er sie wahrscheinlich gefunden. Und warum kämpft ihr für das Kaiserreich? Ich bin ein loyaler Bürger des Kaiserreichs. Meine Eltern waren Soldaten und ich bin in ihre Fußstapfen getreten. Aber noch wichtiger ist, dass ich eine Tochter von Himmelsrand bin und mir wünsche, das Land in neuem Glanz erstrahlen zu sehen. Nennen sich die Sturmmäntel nicht selbst Söhne und Töchter von Himmelsrand? Nö. Ich bin schon mein ganzes Leben eine Tochter von Himmelsrand. Ich liebe das Land und seine Leute. Und das tun alle Nord, die dem Kaiserreich dienen. Einst auch Ulfric. Er war nicht immer ein selbstsüchtiger Egomane. Er hat im Krieg gegen den Bund in der Armee des Kaiserreichs gekämpft. Aber Ulfric und seine Sturmmäntel machen sich was vor. Wenn es eine Hoffnung auf einen langfristigen Sieg gegen den Bund gibt, dann ist das das Kaiserreich. Hm. Die Rebellen heizen die Spannungen nur an und schwächen das Kaiserreich, indem sie es von seinem eigentlichen Ziel ablenken. Also betrachtet ihr die Talmor als Feinde? Ich betrachte diese Unterhaltung als beendet. Haltet ihr Nord denn nichts von euren eigenen Traditionen? Ich dachte, die Volksversammlung wählt den König. Wir unterstützen Elisir. Ja gut. Wenn sich die Volksversammlung trifft, wird sie das Richtige tun. Dann? Kotlak Weißmähne befindet sich jetzt an einem besseren Ort. Denn gibt es einen besseren Ort als Sovngarde? Tatsächlich nicht, nein. Sovngarde Number One. Jetzt muss ich gerade ganz überlegen, wo ich bin und wo ich hin wollte. Aber war der Ladebildschirm gar nicht lang. Ich werde eines Tages ein Silberschmied, wie Mutter und Vater. Das war ich für dich. Entschuldigung. Okay, dann legen wir mal die Maske ab. Jetzt wird die Maske abgelegt. Jetzt fällt die Maske, so heißt es, glaube ich, ne? Oder wie sagt man? Ich glaube, die hatte ich hier reingetan. Yes. Das ist dann schon die vierte. Nakrin. Gut, das war's auch schon. Auf Wiedersehen, ihr, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass er einen Beinamen hat, den ich auch schon wieder vergessen habe. So, dann nochmal schnell nach Weißlauf. Das ist gut, da sind wir ja fast in Corvan Yund. Da sind wir ja schon fast in Corvan Yund. Dann gehen wir nochmal schnell nach Weißlauf.
und legen noch ein bisschen Zeug ab. Genau, einmal hier. Guck mal, das ist leer inzwischen. Oh, das ist leer. Amethysten da rein. Diamantklaue, nö. Dietrich, nö, 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 nö. Granatsch. Oh, guck mal, die Seelensteine hätten wir ablegen können, ne? Ne, habe ich nicht dran gedacht. Hab ich nicht dran gedacht. Amethyst, Granatstein, Rubin. Rubinsmarkt. Oh Gott, haben wir schon wieder viele. Naja, so viele auch nicht. Es ist schön, euch wiederzusehen, Liebling. Wir haben auch die ganzen Schatzkarten und so, das müssen wir auch noch machen. Naja, es ist schon noch einiges zu tun. Es ist schon noch einiges zu tun. Genau. Kann ich das hier ablegen? Nein, das ist immer noch ein Questobjekt. Cool. Kann ich das hier ablegen? Nein, kann ich... Das brauche ich tatsächlich noch. Die Diamantklaue kann ich aber ablegen. Ist sehr gut. Fantastisch. So, noch irgendwas? Waffen. Ach so, ja, die beiden Pfeile, die schmeiße ich nämlich einfach weg. Hier ist alles in Ordnung. Hier ist sowieso alles in Ordnung. Hier kriege ich nichts los. Hier ist egal. Und hier haben wir, glaube ich, durchgeguckt. Jo. Gut. Langes Leben euch, Tage. Ach, Lydia, die auch. Ach, Lydia. So, ich glaube, ich habe hier eh irgendwo Müll hingeschmissen. Ich glaube, in den Fluss da vorne. Ist auch prädestiniert dafür. Kurz bevor man die Stadt verlässt, kann man nochmal hier schön stehen. Und siehst du, da unten liegt noch ein Fell. 2, 3 und eine Fackel. Ja. Dafür, dass ich nur 2 Pfeile darunter geworfen habe, habe ich ganz schön oft gemacht. So, Korvanjund. Können wir da direkt hinreisen oder werden wir da direkt angegriffen? Wir probieren das einfach mal aus. Ach so, wir kämpfen jetzt gemeinsam mit den Sturmmenschen, wollte ich gerade sagen, mit den Kaiserlichen. Gut, euch zu sehen. Ich wusste doch, dass aus euch noch ein echter Soldat wird. Mensch! Ich bin froh, dass ihr da drinnen bei mir sein werdet. Mir gefällt es hier nicht. Und ich rede nicht von den Sturmmänteln. Oh, was meinst du denn? Diese alten Ruinen. Sie wollen uns hier nicht. Die Uralten. Wir sollten uns lieber fernhalten. Aber reißen wir uns am Riemen. Wir sind die Soldaten des Kaisers. Wir tun unsere Pflicht, egal was sich uns in den Weg stellt. Habe ich recht? Naja, zumindest etwas. Sieht aus, als wären uns die verdammten Rebellen zuvorgekommen. Egal. Wir haben das Überraschungsmoment. Macht euch bereit. Ich bin bereit. Folgt mir. Ich würde sagen, ich folge ihr, aber das diese Sturmmäntel sind machen wir aus erst Grund hier wie wir. Ulfric, der Thronräuber, will diese Krone, aber wir werden nicht zulassen, dass er sie bekommt. Ich weiß, dass einige Folge von euch Bekannte auf ich der warte noch, was Seite sie zu sagen haben, hat. Dann. Aber denkt daran, sie sind jetzt unser Feind und werden nicht zögern, euch zu töten. General Tullius verlässt sich darauf, dass wir ihm die Zackenkrone bringen. Und genau das werden wir auch tun. Zeigen wir diesen Rebellen mal, wie echte Soldaten aussehen. Okay, bis zur nächsten Folge. Tschüss.